und Thomas sind die Danzigstars 2019. Super, oder? Ich bin einfach nur so wahnsinnig dankbar für dich, für die Zuschauer, für alles, für das Plastiksternchen da. Ein Abend, wo man dem Siegerpaar verdient gratulieren muss und vor allem dem Team danken muss. Alle, die dazu beigetragen haben, dass diese letzten 8 Wochen ein großer Erfolg geworden sind und dem Publikum offensichtlich sehr gefallen haben. Knapp 1 Million Zuseher waren beim diesjährigen Dancing Stars Finale vor dem Fernseher mit dabei. Wenn du 80 bist und sitzt auf der Parkbank, dann brauchst du Geschichten. Und Dancing Stars ist nicht nur eine Geschichte, das sind ganz mehrere. Viele Parkbankgeschichten. Ja. Das sind 8 sogar, oder? 8 ja. Wochen, 8 Geschichten. Auf jeden Fall haben die das verdient. Liz ist die Tanzkönigin, die haben bis zum Umfallen trainiert und den richtigen Weg gegangen. Shoti ist Gewinner der Herzen und er hätte das auch verdient natürlich. Für mich ist er ein unglaublicher Held, er kriegt für mich einen Spezialpreis dafür. Der Mann hat wochenlang mit Schmerzen getanzt, der hat einen Bruch im Schritt, einen Leistenbruch im Schritt. Ich bin in Tränen ausgebrochen, weil er so unfassbar tapfer ist. Ich weiß, was es heißt, mit Schmerzen zu tanzen. Und jetzt kann er operieren gehen. Ja, ich freue mich schon so. Ein altes Theaterpferdchen kann das halt auch noch. Ein paar Treppen komme ich ja noch hoch. Das ist ein Moment, der Faszination, Bewunderung. Moment, ich muss ein Wort finden dafür. Das dauert jetzt vielleicht 3,5 Stunden. Ich würde davon bestimmt heute Nacht träumen und weiter sage ich nicht, was ich dann noch mache. Wow. Eine schwierige Staffel erst. Schwierige Staffel, aber doch geil. Der Petzen aus dem Sarg, ich meine, das fand ich leider den Knüller. Das war ja nun wirklich, da hat er das erste Mal Humor bewiesen, ja? Ich lag da 5 Minuten drin, es war ein bisschen spooky. Ich habe vorher gesagt, bitte Löcher reinschrauben, damit ich da drin Luft kriege. Es ist wahnsinnig bequem, also der Sarg war gepolstert auch. Also sie haben extra einen eigenen Herzerlpolster für mich reingegeben. Aber jetzt werden wir dazu makaber. Wie hast du den Strip gefunden, die goldene Unterhose? Na hallo, das ist zum Muttertag, gerade pünktlich war das da. Das ist ein Geschenk an alle Mütter im Land. Ich bedanke mich an der Stelle.